Und mit dem beeindruckenden Anblick von Wappenbrück, der neuen Siedlung, begrüße ich euch auch zu diesem Part von Horizon Zero Dawn. So, wir sollen ja in dieser Siedlung mit einem Heiler sprechen, der scheinbar... Alter! Sehr krass bewegliche Schultern hat. Habt ihr das gesehen? Was geht denn mit dir ab? What the fuck? Ich wollte eigentlich sagen, der, was seine Patienten angeht, ein bisschen zu wählerisch ist und du stützt dich gerne in der Luft auch noch ab. Okay, du wirst immer merkwürdiger, habe ich so das Gefühl. Bist du Galif? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig. Und schon gar keine Zeit. Ernsthaft? Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Ganz ehrlich, ich habe hier genug Zeug. Du kannst dich gerne von meinem Inventar bedienen. Davon abgesehen, du hast genug Zeit, um in Selbstmitleid zu versinken, aber nicht genug für Patienten. Alles klar, super. Ah, geil, schon wieder einer, der instant unsympathisch ist. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Andere, als du vielleicht vermuten würdest. Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkaja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch, es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Boah. Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Ich habe das Teil schon. Wow, da hätten wir unseren Deal. Schnell jetzt, verarzten wir dein armes Gewissen. Halt die Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Vorher nicht. Oh, bitte, bei meinem Eid. Das Mädchen wird überleben und die traurige Zukunft sehen. Nicht quatschen, machen. Man sollte uns nicht zusammen sehen. Geh schon mal vor in die Slums. Ich finde dich dort schon. Du bist nicht zu übersehen. Oh, Gott, gib mir der Kerl gegen den Strich. Rede mit Abbas. Okay. Meine Fresse, ey. Okay, ich werde da per Schnellreise wieder zurückreisen. Alter Vater, geht mir der Kerl auf den Sack. Zum Glück hatte ich das Donnerkieferherz schon. Ich meinte mich zu erinnern, als ich gerade eben noch beim Händler gewesen bin und ein bisschen Platz im Inventar geschaffen habe. Ich meine mich dabei an ein Donnerkieferherz zu erinnern. Und Gott sei Dank, dem ist schon so gewesen. Das Letzte, was ich noch gewollt hätte, war für den Kerl extra noch auf die Jagd zu gehen. Ne. Ach, Gott sei Dank behalte ich solche Sachen immer ganz gerne im Inventar. Für alle Fälle. Man weiß ja nie, ne, wofür man es so gebrauchen kann. Entweder für eine Waffe oder für eine Quest. Ich meine, es gibt sogar eine Waffe, die ich mir dafür kaufen kann. Du gehörst in den Grabhaar. Du lässt das wirklich verlockend klingen, Silence. Die Eclipse weiß, dass du am Leben bist, Aloy. Wenn ihre Agenten dich in Sonnenfall sehen, werden sie dich überwältigen. Das ist wirklich rätselhaft. Ruhig, ich gehe da doch nicht rein. Ich gehe hier nur nach vorne, um eine Nebenquest abzuschließen, Vielleicht Alter. Wie der Druck macht. Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du...
Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Boah, ohne Scheiß, ne? Ich bin schon kurz davor, dir während der Behandlung die ganze Zeit den Pfeil in den Nacken zu halten. Das war's schon? Okay. Ehrlich, für etwas mehr Essen würde Danke. Nochmal, dass du das für sie getan hast. Ich treffe mich jeden Tag mit meinem der hat dir einmal nur auf die Schulter geklopft und schon ist gut, oder was? Ah. Shiana. Ich kannte mal eine Shiana. Sie sang in der Taverne. Kann deine Schwester gut singen? Sie mag Ballspiele. Sie will Soldatin werden. Ein Jammer. Okay, der kann Smalltalk machen, so ein kleines bisschen. Ich merke schon. Jetzt denkt er so nach, was könnte ich noch sagen? Sagen die noch was? Nein? Doch? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Na gut. Eventuell wird sich da noch eine weitere Nebenquest auftun. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das nicht das letzte gewesen ist, was ich von den Charakteren gehört habe. Mal gucken. Gerade der Heiler geht mir so dermaßen gegen den Strich, dass ich mir vorstelle, dass es bestimmt ein Charakter, den begegnet man jetzt nicht das letzte Mal. Okay, gut. Sei es wie es sei, ich werde jetzt als nächstes auf jeden Fall hier die ganzen Sammelgegenstände besorgen. Den Anfang mache ich mit dieser Metallblume. Uiui, die Metallblume, da sage ich nochmal ganz kurz dazu, es wäre besser, wenn ihr die hier unten finden wollt, hier zum Lagerfeuer zu reisen, dann den Berg hoch und dann auf dem Berg hier rüber zu laufen. Denn versucht es lieber gar nicht erst, hier unten irgendwo einen Weg zum Hochklettern zu finden. Das habe ich bereits versucht und keinen gefunden. Jedenfalls befindet sich hier direkt am Ende des Plateaus die Metallblume, umgeben von ein paar Grasern und sogar ein Verwüster, den ich kurzerhand erledigt habe. Modell 2i. Der Mond spiegelt sich im Fluss ganz in der Nähe. Eine Laterne scheint in der Nacht bei der dritten Wacht. Auf dem Sand schlafen Reiher friedlich vereint. Hinter dem Boot höre ich Fische springen. Wallet Claw. So. Sehr gut. Dann ist als nächstes das Panorama hier dran. Ja. Eine weitere Empfehlung, wenn ihr dieses Panorama einsammeln wollt. Lauft am besten von hier oben aus, hier den Weg runter. Und dann versucht euch hier so ein kleines bisschen am Rand entlang zu hangeln, beziehungsweise ein bisschen auch zu schwimmen, bis ihr ungefähr hier unten seid. Denn glaubt's mir, es bringt nichts, hier lang zu gehen und sich dann versuchen, sich hier irgendwo fallen zu lassen. Das habe ich versucht, hat nicht geklappt. Wenn ihr eine Gelegenheit dazu entdeckt habt, super, ich habe sie nicht gesehen. Jedenfalls bin ich bis hier unten gegangen, bis da unten hin und konnte mich dann hier so langsam hochhangeln, ein wenig hochjumpen. Und von hier aus ist man dann in der Lage, nach oben zu klettern, wo das Panorama auch ist. Ich habe es bereits gesehen. Ich hatte bereits Augenkontakt mit der Stelle. So, da. Eine Vorratskiste haben wir hier oben auch. Plünder ich mal eben. So, gut. Dann auf Cache zugreifen. Oh. Lake Powell. Oder Powell. Okay. Gucken wir uns das direkt mal an. Tag 11. Ich kam hierher, um zu sterben. Aber anstatt mir in Wyatts Hütte eine Überdosis zu verpassen, ging ich im Wasser spazieren. Ich stand genau hier, als mir die Idee kam. Und in diesem Moment wusste ich, ich muss es tun. Ich muss es tun? Text. Hallo Ma, ich kam mit einer Tasche voller Drogen hierher, nachdem ich von der Plage erfahren hatte. Ich hatte einen ganz einfachen Plan. Ich wollte mich ein paar Tage lang zudröhnen und dann eine Überdosis Overcast nehmen. Ich glaube, ich war immer noch wütend auf Wyatt, weil er dir geholfen hatte, alles geheim zu halten. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, wäre meine Leiche wer weiß wie lange in der Hütte vor sich hin verrottet. Er hätte Katastrophensäuberungsbots mieten müssen, um mich vom Boden zu kratzen. Ein knochiger Mittelfinger aus dem Grab.
Aber es lief nicht nach Plan. Aus irgendeinem Grund ging ich draußen spazieren, bevor ich mich zudröhnte. Ich wanderte am Ufer entlang und dachte an die vielen Male, als wir hier gewesen waren und geredet hatten, wie ich mich im Laufe der Jahre verändert hatte und du immer dieselbe geblieben warst. Egal, ob ich in der Highschool über Leistungskurse plapperte, an der Universität über meine Professoren herzog oder als FAS-Ingenieur über meine Nutzlasten dozierte. Du warst immer da, hast immer zugehört, warst immer interessiert. Und du hast mich natürlich immer ermutigt, mich immer angespornt, immer voran. Aber jetzt war ich hier, ein erbärmlicher Versager, allein am Strand, und um mich herum tobten Kinder mit Spielbots im Sand, Sonnenanbeter genossen die Wärme, Familien tollten im Wasser herum und fuhren im altmodischen Booten, komplett nichtsahnend, dass ein mechanischer Schrecken sie bald verschlingen sollte. Oh nein. Oh, ich muss da direkt schon an diese Maschine denken, die damals angefangen hat, sich einen Biotreibstoff aus Delfinen herzustellen. Oh. Kurze Momente in der Sonne, die grausam enden sollten und auf nichts hinausliefen. All deine Liebe und Hingabe, die Opfer, die du gebracht hast, um mich zu unterstützen. Wozu halt hat all das geführt? Zum Scheitern. Und das zu einem so hohen Preis. Wir konnten uns nicht einmal mehr voneinander verabschieden. Aber selbst wenn ich nicht gescheitert wäre, wenn ich weiter erfolgreich gewesen wäre, hätte das irgendetwas besser gemacht? Während ich die Karriereleiter bei FAS hochkletterte, erfand die Militärabteilung der Firma die Technologie, die die Welt auslöschen würde. Ich diente demselben Meister. Der Erfolg war eine Leiter ins Nichts. Ich musste nur herunterfallen und auf dem Panoramaprojekt landen, um das zu erkennen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte nie die Ironie darin gesehen, bis ich an diesen Strand stand. Nur weil ich versagt hatte und Panorama zugeteilt worden war, einem vergessenen Zeitkapselprojekt, fand ich heraus, dass die Welt vor ihrem Ende stand. Ironie? Eher ein kosmischer Witz. Aber warum traf mich die Erkenntnis dann wie eine Inspiration? Ich hatte Zugriff auf die Technik. Ich wusste, ich konnte es schaffen. Klar, letztendlich würde es vermutlich auf gar nichts hinauslaufen, wie alles andere. Aber für 50.000 Jahre oder länger würden alle Daten, die ich zurückließ, weiter bestehen. Es wäre nicht viel, aber es wäre auch nicht nichts. Ich ging zurück zur Hütte, versteckte die Drogen und rief mir einen Liftspin-Wert in die Stadt. Wenn ich eine Weltuntergangstour starten wollte, könnte ich es ebenso gut mit Stil machen. Also mietete ich einen Sabara und fuhr damit zu FAS. Ich ging ins Labor, schnappte mir 12 Panoramastacheln zu Testzwecken, verstaute sie im Kofferraum und der Rest ist Geschichte. Das ist weniger als 2 Wochen her. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Zu Beginn der Tour komme ich hierher zurück und beende, was ich angefangen habe. Zu Beginn der Tour dachte ich, ich komme hierher zurück und beende, was ich angefangen habe. Zudröhnen und sterben. Aber das Erste, was ich nach meiner Rückkehr tat, war, die Drogen zu verbrennen. Alle im Wert von 2,5 Monatsgehältern. Sodass die Brücke ins Vergessen wortwörtlich abgefackelt war. Ich weiß nicht, wie ich sterben werde, aber es soll nicht so sein. Ich weiß, was du von Drogen gehalten hast. Wie auch immer es passiert, ich kann dir wenigstens eines versprechen, ich werde clean sterben. Ich habe noch einen Stachel, den ich versenken muss. Einen letzten Halt auf meiner großen Mystery-Tour. Wir sehen uns dort. Krass. Also hat er quasi der Apokalypse fast schon beigewohnt. Und ihr seht, ich habe mir einige Outfits besorgt. Einige einfach nur, weil ich zu viel Geld hatte und andere, weil ich mir dachte, ja, die sehen an Aloy doch schon ziemlich gut aus. Gerade hier die 3 blauen. Nora Pfeilbrecherin, Kaja Feuerwappen und Nora Überlebende. Quasi von jedem Stamm ein Outfit. Nicht schlecht, oder? Ich überlege mir später nochmal, welches Outfit ich als nächstes anziehe. Ich tendiere momentan am ehesten hier zur Nora-Überlebenden, aber Osram Pfeilbrecherin ist auch nicht schlecht. Ich überlege es mir nochmal. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall zum nächsten Sammelobjekt rüberspringen. Und das ist diese Metallblume hier unten. Ja, ist ja eigentlich fast schon offensichtlich, dass sich diese Metallblume am Ufer befindet. Direkt hier. Und ja, ich bin den gesamten Weg von da hinten hierher geschwommen und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass mich irgendetwas im Wasser angreift und in die Tiefe zerrt. Uah. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist an der Stelle, aber ja, falls es möglich sein sollte, habe ich einfach nur unverschämtes Glück gehabt.
So, Modell 2J. Was haben wir denn da? Oh, damit hätten wir das zweite Set auch vollständig an Metallblumen. Wenn du so voll Sorge bist, dass du nicht gehen kannst, nicht mehr weinen, denk an das grüne Blätterwerk, das nach dem Regen funkelt. Wenn das Tageslicht dich erschöpft, wenn du hoffst an eine letzte Nacht verhüllte die Welt, denke an das Erwachen eines Kindes. Hm. Krass, damit hätten wir jetzt diese zwei Sets vollständig. Uns fehlt jetzt nur noch eine Banuk-Figur, drei Metallblumen, eines dieser alten Gefäße und zwei Panoramabilder. Also wir haben den Großteil bereits eingesammelt. Geil. Freut mich. Super. Dann würde ich glatt sagen, nehmen wir uns als nächstes dieses Panoramabild hier vor. Hauptsächlich natürlich auch deshalb, weil es in dem Gebiet ist, das wir bereits besucht haben. Na dann. Ja, bei diesem Panoramabild zeige ich euch am besten auch, von welcher Stelle aus ich klettern muss. Beziehungsweise Mann klettern muss. Ihr habt es ja auf der Map gesehen. Hier finden wir auf jeden Fall wieder ein paar Felsvorsprünge, an denen wir uns hochhangeln können. So. Hoppala. Ja, Aloy, lass dich mal bitte lieber zur Kante fallen. Genau, so. Jawohl. Da hoch, okay. Ich war gerade leicht verwirrt. Okay, jetzt dahin. Und dahin. Boah, geschafft. Wir kriegen wieder ein bisschen... Oh, was? Eagle Canyon. Shit. Alter, Aloy, jetzt lass das Bild doch mal da. Jawohl. Apoka Shitstorm Total 9. Ich habe gerade mein Zelt hier aufgebaut, als Wyatt anrief. Ich kam so schnell ich konnte, aber du hast schon im Koma gelegen. Wir konnten uns nie verabschieden. Hm. Okay. Gucken wir mal. Das Panorama. Hallo Ma, mein Plan war, hier nach dem Amos 15 Start zu campen. Ich hatte die letzten 9 Monate Überstunden geschoben. Ich war also ziemlich fertig und dachte, ich sollte mal ein Wochenende ausspannen, bevor der Stress weitergeht. Ich baute gerade mein Zelt auf, als Wyatts Anruf kam. Er sagte, es sei ein Notfall. Ich rief einen Liftspin-Wert und war in weniger als 27 Minuten im Denver General. Ich kam zu spät. Du lagst bereits im Koma. Ich begriff nicht, wie das sein konnte, aber als ich Wyatt fragte, brachte der kein Wort heraus und schickte mich zur Pflegestation. Also musste mir ein Holo-Arzt die Neuigkeiten überbringen, dass du die Diagnose schon vor einem Jahr bekommen hattest. Die Nebenwirkungen der Gentherapie und der Polymer-Gefäßerneuerungen, die 6 Monate ambulante Dialyse. Ich konnte nicht glauben, dass du mir all das verheimlicht hast. Selbst im größten Stress habe ich dich ein- oder zweimal die Woche angerufen. Und du hast einfach da gesessen und mir zugehört, wie ich mich für mein neues Projekt begeistere oder mich über die Arbeitsrichtlinien beschwere. Und du lagst dabei die ganze Zeit im Sterben? Das ergibt keinen Sinn. Ich marschierte wieder zu Wyatt, stellte ihn zur Rede, forderte eine Erklärung. Er sagte, du wolltest mich nicht ablenken, dass ich wichtige Arbeit zu machen hätte und mich konzentrieren müsse. Als ob der letzte Amos-Start und das Palladium und Rhodium, das es zur Erde bringen sollte, wichtiger wäre als meine Mama, die schon hier war. Wyatt sagte immer wieder, wie stolz du auf mich warst. Er plapperte sogar deinen immer voran Standardsatz nach. Er sagte, ich solle wieder an die Arbeit gehen, dass du das gewollt hättest, dass er im Krankenhaus bleiben und mich auf dem Laufenden halten würde. Ich ging nicht wieder an die Arbeit. Ich rief nur an. Ich musste mit 2 Vorgesetzten, einem undurchschaubaren automatisierten Personalabteilungsmenü, einer Personalabteilungs-KI und einem pedantischen Vorsorgemitarbeiter streiten, um Urlaub aus persönlichen Gründen durchzusetzen. Aber ich schaffte es. Und dann saß ich die nächsten 7 Tage an deinem Bett. Ich dachte immer wieder an das Krankenhaus nach meiner Überdosis im Amphitheater, wie du aus dem Koma erwacht bist. Ich wollte, dass mein Gesicht das erste ist, was du siehst. Am 8. Tag erklärten sie dich für tot. Nach der Beerdigung ging ich wieder arbeiten, aber ich war nicht richtig da. Ich befahl mir, mich zu konzentrieren, sagte mir, dass es okay war, bei der Arbeit zu sein. Schließlich hättest du das so gewollt, immer voran. Aber meine Arbeit litt darunter. Als mein Vorgesetzter mich zu einem Notfall-Mitarbeitergespräch einbestellte, wollte ich cool bleiben, die Kritik annehmen und versprechen, mich zu bessern. Aber so lief es nicht. Ich rastete aus und brüllte ihn an. Und dann brach ich zusammen und fing an zu heulen.
2 Minuten und 3 Sicherheitsdrohnen später stand ich schon vor dem Pharaoh-Gebäude, blinzelte in die Sonne und zupfte meine zerknitterten Klamotten zurecht. Eine Benachrichtigung auf meinem Fokus sagte mir, dass ich für heute nach Hause gehen und mich am Montag zu einem Disziplinargespräch einfinden sollte. Aber ich ging nicht nach Hause. In meinem Kopf hatte schon eine andere Idee Gestalt angenommen. Ich glaube, ich hatte eigentlich schon länger darüber nachgedacht. Ich nahm ein Liftspin-Word zum Pionierpark. Nach 10 Minuten Herumfragen und einem Lügendetektortest, der bewies, dass ich kein Cop war, hatte ich, was ich wollte. Ich ging mit den Drogen nach Hause, fing an, sie zu nehmen und hörte nicht mehr auf. Das da, Snake, Skydive, Overcast. Kein Razorwing, wenigstens das. Ich ging nicht ans Telefon und auch nicht zum Disziplinargespräch am Montag. Ein Freund kam vorbei und hämmerte an die Tür, bis ich öffnete. Als er sah, was los war, startete er eine Ein-Mann-Intervention. Ich willigte ein, eine Therapie zu machen, aber ich machte mir keine Illusionen. Urlaub aus persönlichen Gründen war schon schlimm genug, aber Urlaub wegen psychischer Probleme und Drogenmissbrauch? Beruflicher Selbstmord. Klar, offiziell konnten sie mich dafür nicht feuern, aber ich war lange genug bei FAS, um zu wissen, dass sie einen Weg finden würden. Meine Karriere war beendet. Ich dachte, ich hätte den Tiefpunkt erreicht, aber ich lag natürlich falsch. Der Absturz sollte noch lang werden. Alter Vater, ey. Je mehr ich über den Kerl lese, desto depressiver werde ich. Also das ist eine richtig heftige Geschichte, die sich hier zusammenpuzzelt. Mann, Mann, Mann. Alles klar. Na dann. Oh, als nächstes stehen eine Banuk-Figur und ein altes Gefäß an. Na dann. Alles klar, der Startpunkt für diese Banuk-Figur befindet sich hier unten am Rand des Kreises. Hier findet ihr einen Pfahl, an dem ihr hochklettern könnt. Ja, nein. Okay, am Pfahl nicht, aber da sehe ich auf jeden Fall auch ein paar Steinkanten, an denen ich auch hochkomme. So. Ich komme hier nicht hoch? Ich wollte schon sagen, ey. Das wäre aber merkwürdig, wenn hier eine Kante wäre und da drüber ist nichts mehr. So. Sehr gut. Man muss immer nur nach diesen sehr auffälligen Zeichnungen Ausschau halten. Oder Malereien. Ist, glaube ich, die bessere Bezeichnung dafür. So, dann können wir uns hier, glaube ich, schon loslassen. Oder? Hm. Okay, wir müssen noch weiter hoch. Ja, easy. So. Ey, wer auch immer die Zeit hatte und die Möglichkeiten, diese Zeichnungen herzustellen. Oh, Moment. Habt ihr das gesehen? Da unten ist das Triforce aus Zelda. Ist das eine Anspielung oder Zufall? Ja, ich glaube eher eine Anspielung. So, wo ist die Banuk-Figur? Müsste hier doch irgendwo sein, oder nicht? Echt? Ich muss noch weiter? Krass. Ist ja nicht schlimm, aber überrascht mich doch. Das sah jetzt eigentlich nach Ende aus. Nach Ende-Gelände. Oh, da lang. Da lang, da lang, da lang. Nee, Quatsch. Da komme ich doch her, ich Idiot. Aha. Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, ich laufe hier gerade einen leicht falschen Weg. Kann das sein? Ich bin mir nicht so ganz sicher gerade, ob ich den richtigen Weg laufe. Nein, da ist die Banuk-Figur. Die war doch schon dort. Verdammt. Ah, und ich bin genau dran vorbeigelaufen. War ja wieder typisch für mich. Gott sei Dank hat das Spiel für solche Idiotie vorgesorgt und ein paar erkletterbare Kanten auch auf diese Seite des Felsens gepackt. Oh, ey, da, jetzt hatte ich einen kurzen Schock. Ich wollte eigentlich nicht mehr springen, aber meine Güte. Boah. Okay, die Banuk-Figur ist damit auch. Bestimmt von den Banuk. Sehr gut. Alle Banuk-Figuren gefunden. Hab gerade eine Trophäe bekommen. Nice. So, dann gucken wir mal, was sich hier für eine Nachricht befindet. Tektuk, es gibt vieles, was ich dir gestehen könnte, aber eine Sache gehört nicht dazu. Ich habe unseren Häuptling Signak, der behauptete, dein Vater zu sein, nicht umgebracht. In jener Nacht war ich allein in meinem Zelt, betrunken von kaltem Wein und träumte wie immer von Ili, deiner Mutter, und ihrem Lächeln, so warm wie das Abendlicht.
Ich werde dir nie Zeugnis ablegen können und meine Opfergabe wird nie die Wärme deiner Hände spüren. Aber ich male mein Zeichen im Licht der Wahrheit. Ich weiß, wo meine Schuld liegt und wo meine Unschuld. Ich klammere mich an die Hoffnung, dass du es tief in deinem Herzen auch weißt. Wie gesagt, ich hoffe, dieser Tektuk wird es sein, dem wir diese ganzen Figuren geben können. Ich hoffe es wirklich. Und dann weiß er, ah, mein Vater ist unschuldig. Das wäre krass. Alles klar. Dann werde ich als nächstes das, glaube ich, letzte alte Gefäß aufstöbern. Ja, das geht einigermaßen schnell, das Ding. Der Haufen, wo das alte Gefäß drin ist, befindet sich hier in der Nähe von ein paar Sägezähnen und Eisbrüllrücken. Also Vorsicht ist geboten. Zack, altes Gefäß Pharaoh. Gefunden. So. Guck ich. Nein. Da. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, trägt die Aufschrift Pharaoh. Sets von allen alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Jop. Sehr gut. Damit hätte ich von den sammelbaren Gegenständen auch alle. Und hier oben scheint sich noch ein Datenpunkt zu befinden. Keine Ahnung, was das ist. Die Yamnow Sommerangebote gibt es ab Yam jetzt. Hey Fitnessjünger, wie läuft's mit dem Sixpack für den Sommer? Braucht ihr ein bisschen Unterstützung? Die extra Proteinkartuschen von Yamnow gibt es jetzt bis zum 15. Juli mit 30% Rabatt. Extra Proteinkartuschen von Yamnow sind aus 100% natürlichem Molkeprotein hergestellt. Und es ist ganz einfach. Installiert den Yamnow Ernährungsdrucker und schon seid ihr auf der Überholspur, wenn es um den echten, lang ersehnten Beachbody für den echten Strand geht. Yamnow, denn nur Fluffies müssen sich auf ihren Avatar verlassen. Oh! Okay. Eine sehr hippe Version von Weight Watchers, könnte man sagen. Alles klar. Dann wird als nächstes diese Metallblume hier angesteuert. Ja, die Blume ist ziemlich einfach. Hier in der Nähe der Mitte. Ungefähr da, wo die Markierung auch ist. Metallblume Modell 3G. Er redete gut in einer Sprache alt und hold. Einer, der lebte bei den Burgen am Rhein. Wenn er nannte die Blumen in Blau und Gold, Sterne, die am Firmament uns erscheinen. Sterne sind's, in denen wir die Geschichte lesen, wie die Astrologen, Seher und alten Weisen. Doch nicht umhüllt von Geheimnissen und Thesen, wie die brennenden Sterne, die sie preisen. Wundersame Wahrheiten und wundersam im selben. Maß, wie Gott in den Sternen über uns schrieb. Doch nicht weniger als in den Blumen im Gras, wo sich offenbart, wie sehr er uns liebt. Oh. Die Schönheit der Natur. Ja, ja. Herrlich. Wunderbar, Leute. Dann würde ich glatt sagen, das reicht dann auch schon eigentlich für diesen Part. Deshalb mache ich an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Horizon Zero Dawn, wo wir uns jetzt ein bisschen durch den Süden des Gebietes hier kämpfen werden. Das bedeutet, diese verdorbene Zone steht dann als nächstes an, dann das Banditenlager, das Panorama, die Metallblume, dann die Brutstätte, nächste Metallblume, Langhals, verdorbene Zone. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon so ziemlich alles erledigt, was es hier zu erledigen gilt. Na dann, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao!